2019 zu Lang, Lang ist her. Mal wieder einem Podcast zum VfB Stuttgart, zu den Spieltagen zur zweiten Liga. Ist ja jetzt lange her, jetzt über 2 Monate, das letzte Spiel war gegen Bielefeld am 9. März. Jetzt haben wir gerade den 12. März, wo ich das hier aufnehme. Das Ding wird vermutlich am Freitagnachmittag online kommen, also erst in 3 Tagen. Am Dienstag nehme ich es gerade auf. Da jetzt die Bundesliga entschieden hat, wir spielen weiter. Da gibt es natürlich die verschiedensten Meinungen zu. Ich als Fußballfan nehme es natürlich gerne an, dass wieder Spiele laufen, auch wenn natürlich jetzt ohne Zuschauer mal gucken, wie hoch da die Spannung wirklich ist. Aber bin aktuell auch noch bei der Family zu Hause. Das heißt, das Wien-Wiesbaden-Spiel wird kein Livestream kriegen oder werde ich halt nicht livestreamen, aber den Rest der Spiele gibt es dann aus Ansbach, weil es auch da dann von der Uni her wieder mehr Sinn macht, dort zu sein. Nicht, weil wir dort vor Ort Uni haben, wir weiterhin Online-Unterricht, aber halt um irgendwelche Mikrofone, sonst was, der Verleih und so steht wieder, solche Sachen. Heißt, vermutlich ab dem Spiel dann in Kiel wird es von mir Livestreams zu jedem VfB-Spiel geben, Heimspiele ja auch, weil ja alles ohne Zuschauer stattfindet, wird sie wie jetzt gewohnt aus, ich meine Darmstadt, Osnabrück und Leverkusen waren die drei Spiele, wo es bisher Livestreams gab, wird es wieder Livestreams zu jedem von den VfB-Spielen geben. Genau, jeder hat seine Meinung dazu. Wie gesagt, ich als Fußballfan nehme das jetzt gerne an. Das ist nicht der Wahnsinn, weil ohne Fans wird der Spannungsgrad auch nicht so hoch sein. Es ist auch so an sich, so das System, was sie machen mit dem Testen, mit den Hygienesachen, da ist an sich vertretbar. Hat die Politik ja auch so abgesegnet, aber das ist halt einfach spätestens da nicht mehr vertretbar, wenn dann halt 22 Mann auf dem Platz in dem Körpersport gegeneinander antreten. Aber gut, der Fußball hat eine Sonderrolle, den hat er schon sehr lange, den wird er auch so behalten und ist einfach nochmal was anderes, als die Ligen jetzt in Holland, in Belgien und so, wo sie überall abgebrochen haben. Die englische Liga kommt ja, glaube ich, auch am 1. Juni oder so, haben sie, glaube ich, das Jahr bekommen, dass sie ab da wieder spielen dürfen. Da, wo einfach das Geld fließt, wird er einfach gespielt, egal wie, egal in welcher Situation. Wir kommen zum Spiel, weil ich mich einfach mit dem Thema nicht lange aufhalten will, was einfach, keine Ahnung, jeder hat seine Meinung zu dem Thema und groß diskutieren kann man das sowieso nicht bei dem Thema. Jetzt ist es halt einfach so, die breite Masse, die sich nicht für den Fußball interessiert, findet es verwerflich und hat da Sachen gegen und hier, die nehmen die Tests weg und da, die nehmen die Tests weg und sowas. Da kann man einfach nicht auf einer normalen Basis diskutieren, das funktioniert einfach nicht. Wir haben gegen Wiesbaden in der Hinrunde 2-1 verloren. Das war dieses abgefuckte Spiel da, wo wir, keine Ahnung, wie viele Chancen wir da hatten. Das war eine Woche nach dem Bielefeld-Spiel, ab da kam eine kleine Knacks rein, der auch dann später zum Walter ausgeführt hat. Da diese tausenden Chancen da, dass wir das gegen Wiesbaden verloren haben, war echt der helle Wahnsinn. Davor haben wir noch 2-11 und 2-7, jeweils 2-1. Bei Wien Wiesbaden jeweils im Pokal gewonnen. Da habe ich, glaube ich, auch Clips zu im Trailer. Sachen Trailer, klar kommt auch einer wieder, ne? 24 Stunden oder in etwa immer so ein Tag, zwei Tage, 24 Stunden vorm Spiel. Heißt, am Samstag kommt der, mal gucken, ob die jetzt eine Pressekonferenz dazu machen. Wenn nicht, muss wieder was einfallen lassen für den Spot, den ich da jetzt immer freilasse, schon immer quasi kurz vor Ende vom Trailer kommt auch die PK kurz rein. Weiß jetzt nicht, ob die jetzt eine machen zum Spiel. So wie es davor immer war, mit PK auf YouTube anzusehen und so weiter. Pressefragen, ich meine, PKs laufen immer noch weiter auf dem RKI und sowas. Schauen wir mal. Hier hatten wir auch schön nochmal die Übersicht. Habe ich jetzt tatsächlich auch mal angefangen, die ganzen Quellen in die Beschreibung reinzupacken, in den ganzen Videos. Quasi von diesem Video an werde ich noch mehr Quellen reinpacken. Ich mache auch schon immer die ganzen Audioquellen oder halt Musikquellen und sowas rein, Videoquellen rein, einfach um da sicher zu sein, aber auch ein bisschen mehr noch dazugefügt in den ganzen Videos, jetzt auch quasi jedes Video durchgegangen und da geschaut, ein bisschen mehr hinzugefügt, nicht an Quellen, aber halt einfach an allgemein so ein paar, ich sag mal, keine Ahnung, so Urheberrechtsfloskeln, sag ich jetzt mal zum Beispiel, das ist Recht an der VfB, an mein VfB-Volks natürlich, ne, ich habe dafür quasi keine Einstimmung oder sowas, dass ich das hochlade, von der VfB Stuttgart oder Mercedes-Benz Arena AG, wie immer der Spaß da heißt. Da heißt quasi, man darf dann
in einem bestimmten Maß seine Kamera mitnehmen, was auch passt. Auch die neue Kamera, die ich habe, passt, die ich auch gerne eigentlich für die Steine-Vlogs hätte nehmen wollen, die ist, passt von den Maßen, hat halt nochmal, ne, ich kann auf der Kamera erzählen, was ich filme, ne, so Sachen. Das geht auf der GoPro zum Beispiel nicht, die kann reinzoomen, die hat bessere Qualität auf jeden Fall, kann sogar 4K, auch wenn nur in einer bestimmten Länge, ich glaube so 15 Minuten oder so, kann damit durchgehen, filmen, danach läuft das Ding dann einfach komplett heiß, aber an sich hat es den Modus auch. Einfach eine gute Qualität, kann auch geile Fotos schießen, habe auf Instagram schon gesehen. Einfach so ein bisschen, einfach eine, sag mal, eine vollere Kamera. Ich glaube, eine Kompaktkamera, wie immer das Spaß heißt. Vielleicht tue ich das auch noch in meine Videobeschreibung rein, was ich so an Programm nutze. Ich glaube, das kann ich mir auch noch als Ziel setzen. Dass ich wirklich auch Bilderquellen trenne und alles, weil durch Studium merke ich gerade, dass das Thema wirklich relativ heikel sein kann mit Quellenangaben und so weiter. Deswegen werde ich auch gucken, dass ich irgendwie jetzt, ne, wird nicht überall möglich sein, aber also zum Beispiel auch bei irgendwelchen Sachen vermehrt nach so Sachen auf Pixabay und sowas suche, so Seiten, wo halt einfach lizenzfreie Sachen, lizenzfreie Bilder und sowas gibt. Und jetzt wird auch mal die YouTube-Bibliothek durchgucken, da was die Musik angeht, dass man da auch komplett sicher sein kann, weil auch viele Musik, wo No Copyright draufsteht, kann man in der Beschreibung von den Song durchlesen, dass es quasi nur für den Suchalgorithmus da drin steht und eigentlich doch ein Copyright hat und sowas. Und da vermehrt jetzt durch Studium habe ich gemerkt, das kann relativ heikel sein, das Ding. Klar, bei mir auf so einem kleinen Kanal, noch die VfB-Stadion-Vlogs werden alle weitergehen, wenn wieder Stadion läuft. Laden ja auch so viele Leute hoch und nutzen es auch kommerziell, was man an sich nicht darf, wenn man keine Einwilligung dieser halt vom Stadion, der AG oder wie man halt das Stadion gehört hat. Was ich jetzt nicht davon ausgehe, dass es zum Beispiel auch ein InSports oder sowas hat. Ich gehe davon aus, dass der eine Einwilligung hat in jedem Stadion, wo er ist, aber filmt das Zeug, schneidet das Zeug, sieht geil aus. Und geile Videos und so, alles kein Ding. Und ne, verdient da auch sein Geld mit. Schaltet da Werbung drauf und sowas. Und die kommerzielle Nutzung ist ja so an sich nicht erlaubt, aber ne, schweres Thema, aber da, wie gesagt, weiß ich auch gar nicht, wie es da aussieht, weil jetzt natürlich auch muss man gucken, mit, jetzt verhaspel ich mich gerade hier komplett, muss man gucken nach dem Motto, dass YouTuber schon einen Filter reinpacken, die ganzen sozialen Medien auch einen Filter reinpacken, inwieweit dann quasi YouTube dann schuld ist, wenn sie sowas nicht erkennen, I don't know. Bei so einer minimalen Reichweite wie bei mir ist das sowieso kein Thema. Es wäre hochgradig peinlich, wenn die jetzt deswegen irgendwie Videos sperren oder sonst was oder einfach klagen oder sowas wegen so einem 500-Abonnenten-Kanälchen, sage ich jetzt mal. Aber nur, dass ihr es wisst, da kommt ein bisschen mehr, die Videobeschreibung wird ein bisschen voller mit den ganzen Rechten und sowas. Ist einfach. Das wird keinen interessieren, das schaut sich keiner an, aber einfach um ein bisschen persönlich, dass ich mich da ein bisschen sicherer fühle für euch auch die Angaben. Also auch Thumbnail werden die Bilder jetzt angegeben und sowas, Bilderquellen und sowas. Aber das ist jetzt durch Studium merke ich, dass es ein relativ heikles Thema sein kann, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtiger, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass sich irgendwas verändert, wenn ich es nicht so machen würde, wie ich es ab jetzt machen werde. Gehen wir wieder zurück zum Spiel. Wir hatten Unentschieden gegen Bielefeld, davor in Fürth verloren, davor gegen Regensburg gewonnen, in Bochum gewonnen, gegen Aue gewonnen und im Pokal in Leverkusen rausgeflogen. Und Wiesbaden hat davor gegen Osnabrück 6-2 gewonnen, gegen Bielefeld verloren, gegen Fürth unentschieden, Regensburg verloren, Bochum verloren und Hannover unentschieden. Und aktuell ist ja auch, wir sind Zweiter mit einem Punkt Vorsprung auf den HSV und Wiesbaden 16. Mit einem Vorsprung auf 17 und 18 und drei hinter Bochum auf dem 15. Also auf beiden Seiten, sage ich mal, enge Kisten. Bei Wiesbaden die enge Kiste rund um Abstiegsränge und bei uns um die Aufstiegsränge. Vom Kader her ist jetzt natürlich ein bisschen geiler geworden oder hat die Krise in dem Sinn was gebracht oder halt wie soll man es ausdrücken, die Pause, sage ich jetzt mal, hat da was gebracht, weil es natürlich, ne, jetzt ist ein Kempf zurück, der verletzt war. Auch ein Kalajdzic ist jetzt wieder, soweit ich weiß, mehr oder minder komplett ge genesen. Mal gucken, ob wir den auf dem Platz sehen. Und der Kader steht eigentlich fast. Also wenn ich jetzt hier auf Transfer, also im Sinne von, er steht fast, im Sinne von, dass sonst keiner verletzt ist. Ich sehe noch hier bei transfermarkt.de Sosa, den hatte ich gerade nicht mehr im Kopf, dass er noch verletzt ist. Und jetzt kam heute leider die Nachricht, Achillessehnenriss bei Avucha, kam quasi vor 48 Minuten steht dran. Kam die Nachricht erst, also noch pünktlich vor meiner Aufnahme hier quasi. Das heißt, es wird noch relativ lange dauern. Ich glaube, so eine Verletzung kann schon relativ lange dauern. Ist auch schon operiert worden. Manche schreiben mir sogar schon vor Monaten. Also Avucha, ja,
bei dem läuft es einfach nicht rund. Wenn er gespielt hat, ist es nicht rund gelaufen. Zu den Verletzungen, also da ist echt, ja, hat sein Glück noch nicht gefunden hier auf jeden Fall. Wir haben, gehen wir noch ein paar andere News durch, wie gesagt, Artikel auch alle verlinkt. Da, wo man es halt verlinken kann, also auf Spotify jetzt halt nicht, aber auf YouTube muss ich es auch nochmal hochladen immer. Neue Ideen für den VfB-Nachwuchs von der Stuttgarter Zeitung. Das war jetzt, ich glaube, im Groben das Interessanteste ist, dass wir jetzt mehr, einfach schlicht und ergreifend mehr Scouting haben, regional. Das müsste es eigentlich auch gewesen sein. Das Thema interessiert mich jetzt auch nicht so riesig, wenn ich ehrlich bin. Ich durchfliege das hier gerade nochmal so ein bisschen währenddessen. Aber ich habe das schon mal gelesen und ich glaube, da war quasi die Hauptaussage, dass wir einfach jetzt ein paar mehr Scouts unterwegs haben und es einfach im Nachwuchsbereich besser, breiter, wie auch immer aufstellen. Was ja eine gute Idee ist auf jeden Fall. Genau. Was auch noch interessant ist, Ticketerstattung. Auch da bekommt man seine Ticketkohle natürlich zurück und so weiter. Aber ich glaube, für mich in meinem Fall mit Dauerkarten ist jetzt erstmal so, dass man glaub, ganz am Ende der Saison eine gesonderte Mail bekommt, wo man quasi die Anteile oder halt insgesamt die restlichen Heimspielanteile zusammengerechnet da an Kohle sich zurückerstatten lassen kann oder als Gutschein, wie auch immer, oder halt drauf verzichtet. Und dann sind wir mal gespannt, wie das gegen Wiesbaden wird. Auch von der Atmosphäre her, keine Sau im Stadion, I don't know. Man kann jetzt natürlich in beide Richtungen gehen oder mal gucken, wie das die Teams beeinflusst. Ne? Dass dieses Saisonende, egal ob Bundesliga oder Zweite Liga, egal wer jetzt ohne Fans weiterspielt, ist ja sowieso völliger Quatsch. Das kann ich wirklich gefühlt nicht ernst nehmen und nicht gescheit werten, weil jeder auf gefühlt einem anderen Trainingsstand ist. Jetzt auch Dresden wieder mit den 2 Wochen Quarantäne. Danach werden sie wahrscheinlich direkt die Spieltage machen. Und 2 Wochen davor oder 2 Wochen lang, bevor sie dann die erste Spiel nach der Corona-Pause machen, quasi. Komplett ohne Training. Meine, ist ja Quarantäne. Also Mannschaftstraining, nix und alles. Also das ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Also ich weiß wirklich nicht, was das für einen Sinn hat. Beziehungsweise, wie man das als fair irgendwie darstellen kann. Da geht jeder mit einem anderen Feeling rein. Jetzt muss man halt gucken, wie läuft es bei den Teams, beeinflusst es die, dass da niemand im Stadion ist. Bei uns kann man vielleicht als positives Ding nehmen, dass wir ja einen relativ taktisch geprägten Trainer haben. Vielleicht kriegt der seine Taktiken oder sowas besser nochmal quasi aufs Feld gebrüllt oder übertragen, als jetzt in einer tobend lauten Arena oder so. I don't know, vielleicht gibt es da irgendwie eine Hoffnung. Vielleicht bricht unser Auswärtsfluch. Gleichzeitig können natürlich auch unsere Heimstärke weggehen, weil keine Fans mehr hinter einem stehen. Vielleicht sind auch die kämpferischen Teams jetzt ein bisschen schwächer, weil sie einfach nicht mehr den Push von den Fans im Hintergrund haben. Keine Ahnung. In der ersten Liga mal gucken, ob es jetzt vielleicht Bremen was bringt oder sowas. Oder ob jetzt bei uns zum Beispiel Bielefeld jetzt dadurch wieder, weil die den absoluten Lauf hatten, vielleicht wurde der jetzt gebremst und bei denen läuft es nicht mehr so gut und die fliegen vielleicht doch noch auf den Platz 3 oder sowas runter. Keine Ahnung. Vielleicht strugglen ja wir unter HSV auch rein und enden am Ende der Saison irgendwie als Fünfter oder sowas und der ganz andere steigt auf. Ganz komisch. Kann keiner wirklich prognostizieren, was da jetzt passiert. Auf jeden Fall wird die Saison jetzt relativ hardcore-mäßig schnell durchgeballert, wenn es alles so funktioniert. Vielleicht wird es ja auch mittendrin nochmal gestoppt, weil man merkt, fuck, die Lockerungen und so, zu viel und so, jetzt muss auch der Fuß wieder gestoppt werden. Keine Ahnung, kann ja alles passieren. 17. Mai Wiesbaden, danach sind die ganzen Termine bis auf die letzten 2 Spieltage noch nicht perfekt terminiert, aber hier steht erstmal drin, 23. Mai, dann gegen Holstein Kiel die Woche drauf, auswärts, gegen HSV zu Hause am 27. Mai, also unter der Woche, dann 30. Mai in Dresden, 7. Juni gegen Osnabrück, 13. Juni gegen Karlsruhe, 21. und das ist, die beiden sind schon gesichert quasi, die sind schon sicher, 21. Juni, Sonntag 15:30 in Nürnberg und 28. Juni, Sonntag 15:30, letztes Heimspiel oder letztes Saisonspiel zu Hause gegen Darmstadt. Das ist das Einzige, was mich vor allem auch so abkotzt. Wir hätten so geile Spiele sehen können. Wir hätten so geile Spiele sehen können. Jetzt alle, ne? Macht Sinn. Du kannst nur Geisterspiele spielen, alles in Ordnung, weil es nur mal von dem ausgegangen, wie es hätte sein können, hättest du so geile Spiele sehen können. Das Hamburg-Heimspiel wäre geil gewesen. Du hättest auswärts zum KSC fahren können, du hättest auswärts
nach Nürnberg fahren können. Es wäre so geil gewesen. Letztes Heimspiel, hoffentlich dann quasi das Aufstiegsspiel gegen Darmstadt. Das hätte alles so scheiße geil sein können. Jetzt bin ich am Überlegen. Hatten wir wirklich Karlsruhe und danach direkt Nürnberg? Das hatten wir eigentlich nicht. Da fehlt dann noch was. Ich schaue gerade über das Calvolo-Ding. Das Gefühl, da fehlt was. Gehen jetzt mal die Spieltage bei One Football durch. Kiel, ja, Hamburg. Auswärts Dresden. Zu Hause Osnabrück. Das stand zum Beispiel auch nicht drin, glaube ich, in dem Calvolo-Ding. Auswärts KSC. Da hat man zu Hause Sandhausen. Genau, da fehlt auf jeden Fall was. Nürnberg auswärts und dann Darmstadt. Das passt wieder. Also haben die hier, glaube ich, beim Calvolo ist ja das Programm, womit man sich quasi die VfB-Spiele direkt in seinen Google-Kalender oder jeglichen Kalender einfügen lassen kann. Und bei denen fehlt auf jeden Fall Osnabrück und Sandhausen. Nee, Osnabrück ist drin. Sandhausen fehlt auf jeden Fall. Oder vermutlich dann unter der Woche sein. Also jetzt zwischen dem 13. und 21. Juni unter der Woche sein. Kommen wir quasi zur Prognose von dem Spiel und da muss man eigentlich, ne, wenn du aufsteigen willst, jetzt kommt es wieder auf absolut jeden Spieltag an. Das ist ja auch wieder das Schöne, du kannst in keinem Spieltag mehr irgendwie Punkte liegen lassen, weil wir der HSV, der mit einem Punkt hinten am Arsch hängt, Bielefeld nach vorne 6 Punkte weg und dann kommt Heidenheim mit 4 Punkten Abstand, also 4 Punkte weniger als wir und dann Greuther Fürth mit 9 Punkten weniger als wir auf Platz 5. Du kannst kein Spiel dir leisten, quasi zu verlieren oder so, oder ohne dich herzuschenken. Geht einfach nicht mehr. Klappt nicht mehr. Dann wird natürlich das Spiel gegen HSV zu Hause extrem wichtig. Auch wenn es eigentlich gar keinen Sinn mehr hat, da immer zu sagen, auswärts oder zu Hause, ist ja eh völlig scheißegal, wo sie spielen. Ist wirklich egal, die können doch alle Spiele in einem Stadion, im ein und demselben Stadion ausführen. Wäre völlig Schnurz. Ist ja eh kein Fan da, also wo ich jetzt zu Hause oder auswärts spiele, rein vom Spielplan ist mittlerweile auch völlig egal geworden. Da kannst du einfach keine Punkte mehr liegen lassen. Klar, Wien Wiesbaden darf auch keine Punkte mehr liegen lassen, wenn sie in der Liga bleiben wollen. Oder sicher in der Liga bleiben wollen, weil die sind ja gerade auch noch Relegationsplatz 16. Aber man muss da ganz realistisch mal auf einen Sieg von uns tippen. Bin mal aufs Team gespannt, ob sich da irgendwas ändert im Vergleich zum Team gegen Bielefeld, das gelautet hatte: Kobel, Castro, Badstuber, Philipp, Stenzel, Endo, Mangala, Didavi, Gonzales, Gomez, Wamagiduka. Mal gucken, ob da jetzt dann vorne vielleicht mal ein Kalajdzic oder sowas reinrutscht. Kempf ist ja auch wieder zurück. Gucken wir mal, ne? Haben jetzt, glaube auch, weiß ich, ob, also die Bundesliga darf es umsetzen. Die Regel von ganz oben wurde quasi freigegeben, dass man fünfmal wechseln darf statt dreimal in der Saisonabschluss-Corona-Phase halt quasi, ne? Weiß nicht, ob sie die Bundesliga umsetzt oder nicht. Glaube auch sogar, habe ich irgendwo im Football-Artikel gelesen, dass die Bundesliga oder dass allgemein die Ligen jetzt ihre Saison zu Ende spielen, auch den Videobeweis für die Phase quasi einfach sein lassen können oder halt rausnehmen können und ganz normal spielen, damit man halt nicht wieder irgendwie Probleme damit hat, dass irgendwie ein Videokeller oder sowas sich irgendwer dumm anstellt oder dumm irgendwelche Leute zusammen in irgendeinem Raum hocken. Aber ich glaube, das ist in der Bundesliga sehr unrealistisch, dass sie die Regeln nehmen. Die haben ja auch schon Regeln, glaube ich, benannt, dass die jetzt auch im Kölner Keller irgendwie dann besonders gucken. Also wird die Regel nicht passieren. Ich suche gerade gleichzeitig noch den Link raus für diesen Einschub zum Videobeweis und sowas hier liegen können ohne Videobeweis weitermachen. Wenn sie es denn wollen, dass ich den auch noch reinpacke in meine Quellenangabe unterm Video. Das mache ich noch kurz live on tape, mache ich das hier kurz noch. Packen wir den Spaß hier rein, wird das wahrscheinlich mal gucken, ob ich irgendwann mal meine Kommentarfunktion, meine Beschreibung sprenge. Ich glaube, die darf ja auch nur 5000 Zeichen oder sowas groß sein. Hoffe ich jetzt mal nicht. Aber wenn es halt zum Beispiel auch die ganzen Bilder und sowas mit drin sind, die Quellen, wo ich halt versuche, natürlich so nah wie möglich zu gehen. Halt, manchmal sind es irgendwelche Artikel oder sowas, wo ich das Bild quasi raus habe oder man findet ja die ganzen Bilder in der Bildersuche, aber wenn er weiter drauf drückt, quasi so weit, wie man halt das Bild weiterhin verfolgen kann, wenn man aus der Bildersuche raus immer weiter auf das Bild drauf drückt, quasi. Oder immer weiter die Quellen des Bildes aufruft. Und dann quasi die weiteste Quelle nehme ich immer. Genau. Und dann
Hoffen wir mal auf den ersten Auswärtssieg. Oder den ersten Sieg, scheiß auf Auswärts oder Heim. So den ersten Sieg nach dieser Corona-Pause, 2 Monate Corona-Pause, Fußballpause, alles Pause. Hoffen mal, dass es alles so klappt, wie es die Bundesliga und sowas vorhatten. Nicht irgendwie wirklich, keine Ahnung, nennen ja alle jetzt schon das große Beispiel Deutschland und sowas. Und daran müssen wir uns hängen und sowas, wenn die Saisons weitergehen sollen. Andere Ligen auch, dass wir wirklich ein Beispiel sind, ein gutes Beispiel sind, wie so ein Umgang funktionieren kann, wie die Spiele funktionieren können. Dass wir das Ding holen in Wiesbaden, dass die Spiele dann doch vielleicht ein Ticken spannender sind, als man sich es aktuell vorstellt, ohne Zuschauer, weil ohne Zuschauer stelle ich mir gerade nicht wirklich interessant vor, weil auch das Spiel von PSG gegen Dortmund in der Champions League war so ein langweiliger Scheißdreck. Also zum Angucken. Also sind wir mal gespannt. Hauptsache, der Sieg muss her, das ist ein Abstiegskandidat und du darfst gerade sowieso keine Punkte mehr liegen lassen im Aufstiegsrennen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und Zuschauen auf YouTube und bis zum nächsten Mal.